Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mogeko Castle. Am Ende der letzten Folge hat uns der etwas seltsame Mogeko hierher geführt und uns ein Messer geschenkt. Und ja, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns hier ein wenig umschauen. Was haben wir da? Ich frage mich, was das für Bücher sind. Hm? Was zur Hölle? Yonaka stellte das Buch langsam wieder zurück ins Regal. Wir haben Porno erhalten. Ist das wieder ein Item? Ja. Yay. Was haben wir hier? Prosciutto versus Pancetta. Clash of the Gods. Alles klar. Ja, hier haben wir schon Porno. Da noch mehr. Das Tagebuch des etwas seltsamen Mogekos. Dort sind viele Einträge über sein Masturbationsverhalten und Bowel Movements. Da schaue ich doch einmal kurz nach. Da haben wir es ja. Der Stuhlgang. Wundervoll. Darüber möchte ich gerne alles wissen. Da haben wir aber Prosciutto. Den nehmen wir mit. Hier ist ein Bild von dem etwas seltsamen Mogeko in seiner Jugend. Wie alt ist er denn? Der sieht doch gar nicht so viel anders aus. Hier ist sein Radio. Dort spielt eine Stunde bzw. eine Lektion, wie man eine gewisse Sprache spricht, die ich nicht aussprechen kann. Weil... Ne, ihr seht ja selber. Yay, noch mehr Porno. Was haben wir hier? Eine lebensgroße Statue von Kurozuno. Die kennen wir aber noch nicht. Dort steht auf der Statue geschrieben: Dumme Mogekos. Grrr. Ich werde euch dafür bezahlen lassen, verdammt. Ein Rezept, wie man sich ein Pornomagazin kauft? Aha. Nein, dafür, dass man sich eins holen kann. Alles klar. Cola und Tequila. Er scheint ein ziemlich starker Trinker zu sein. Hier ist ausgelaufene Cola. Verschüttete Cola. Verrückter Tee. Hm? Wir können ihn töten? Ich weiß nicht, er hat uns ja geholfen. Eigentlich hat er uns ja nichts getan, aber nur aus einer Laune heraus. Vielleicht hat er uns ja auch angelogen. Möchte er uns austricksen? Ich möchte ihn eigentlich gern leben lassen, glaube ich. Aber vielleicht gibt es ein Bad End, wenn wir ihn töten. Versuchen wir es. Mann, er ist einfach weg. Es tut mir jetzt leid. Naja, tschüssi. Danke für deine Hilfe. Dort ist ein Gericht, ein Gedicht, das von ihm geschrieben wurde. Ein Gericht wäre auch gut. So. Man soll alle Ketzer hinrichten. Oh, erfrischende Cola. Und hier haben wir eine dekorative Pflanze. Okay. Hallo ihr. Hm? Ja, wir wollen sie mit dem großen Messer erledigen. Aui, die Armen. Ein Gemälde. So. So. Noch mehr Gemälde. Wahrscheinlich hier auch. Mhm. Erstmal hier rein. Ja, das geht tatsächlich. Es sieht aus, als könnte es da weitergehen. Ich möchte nichts verpassen, deshalb schauen wir nochmal da unten nach. Ja, hier gibt es echt nichts. Hm. Wollt ihr nicht mit mir reden? Tot. Na gut. Hier war aber auch nichts mehr zu holen. Aber wir haben es gesehen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ah, der spricht. Ebenfalls ein Gemälde. Oh, ich bin müde. Wie viele von den Mogeko-Dingern sind eigentlich hier? Hm. Kann ich einfach hier lang gehen, um das zweite Stockwerk zu erreichen? Ist hinaufzugehen wirklich der Weg, der mich zurückbringt? Wenn das, was der etwas seltsame Mogeko gesagt hat, wahr ist, aber dann wiederum... Er könnte mich auch einfach versuchen auszutricksen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Wenn ich nicht zurückgehen kann... Oh, lass uns nicht darüber nachdenken. Ich muss mich darauf konzentrieren, zu fliehen. Ja...
Das ist wirklich eine Serie von extrem unrealistischen Geschehnissen. Der Weg zurück wird wahrscheinlich auch ziemlich unnormal sein. Und ich kann das Handtuch nicht einfach hinschmeißen, richtig? Doch so müsste die Redewendung sein, oder? Ich kann das Handtuch nicht hinschmeißen. Funkel. Mogige. Mogige. Okay, wir gehen besser. Stockwerk 2. Brot, Reis, Prosciutto. Was auch sonst. Wieder eine Rückblende. Das Wetter ist schön heute, hä, Bruder? Ja, da hast du recht. Einen kurzen Moment bitte. So, entschuldigt, ich musste husten und das wollte ich nicht mit aufnehmen. Ja, da hast du recht. Wir müssen unsere Hausarbeit machen, sobald wir nach Hause kommen. Ja. Bruder, was ist denn? Oh, tut mir leid. Eigentlich nichts. Wirklich? Wirklich? Sag mal, Yonaka, möchtest du etwas zu essen? Ich kaufe dir Eiscreme. Wirklich? Ja. Hooray! Die beiden sind echt süß zusammen. Wo sind wir hier? Wir sind immer noch in dem Gebäude drin, richtig? Ach, ist eigentlich auch egal. Ich wurde total in die Ecke getrieben dort drüben, nicht wahr? Ich wusste doch, ich wurde ausgetrickst. Ich bin so dumm. Bruder, was soll ich tun? Ich habe das Gefühl, je weiter ich komme, umso mehr gehe ich einen falschen Weg. Was steht denn da? Die rote Straße. Ja gut, danach sieht's auch aus. Blut. Oh. Er sieht tot aus. Ja, er ist es vermutlich auch. Okay. Hallo. Nun ist es an der Zeit für eine Frage. Du kannst Brotrollen essen oder Brotpudding. Okay, Brotpudding klingt interessant. Aber was für ein Brot kannst du nicht essen? Ein Brotbord oder zur Hölle, wenn ich das wüsste. Nehmen wir das erste, weil das ist bestimmt zu hart. Bzzzt, zu übel. Du kannst dein Brotbord essen. Nein, kannst du nicht. Du kannst. Obwohl der Mogeko, der es gegessen hat, den nächsten Tag gestorben ist. Bedeutet das nicht, dass du es nicht essen kannst? Ja, traurigerweise ist die korrekte Antwort Brot beinhaltendes Potassiumcyanid, irgendein Gift auf jeden Fall. Natürlich, der Mogeko, der das gegessen hat, ist definitiv auch gestorben. Also nun, werde ich zurück in mein Zimmer gehen, um zu schlafen. Okay. Was war das? Genau. Wofür war er hier? Das frage ich mich gerade auch. Das war einfach so verrückt schon wieder. Ah, aber hier geht's weiter. Wow. Ziemlich ungemütlich hier. Da haben wir Blut. Bist du dir dessen bewusst, wie köstlich, also. Ja, Chilischoten sind. Oder Paprika? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in dem Spiel ist sogar immer die Chilischote gemeint, ne? Gehen wir links. Ah, da kommen die Wege wieder zusammen, also wäre es egal gewesen. Überrascht? Es ist nichts. Oh, ich mag diese Musik hier nicht. Oh. Lass mich allein, ich will sterben. Oh nein, diese Viecher. Ich höre sie. Ich höre
Die Schreie der Seele. Hä? Aber sie sehen immer fröhlich aus, außer die Fiesen da. Die machen mir Angst. Ja doch, die sind nicht so schön. Starr. Was hat's mit diesen Gemälden auf sich? Sie sind so verstörend. Dumme Dinge. Nicht alle. Hä? Wo kam das her? Ich bin genau hier. Oh Gott. Du kannst nicht vor mir wegrennen. Oh, das hat sich so gut angehört. Ah! Hey, warte mal. Oh mein Gott, müssen wir rennen? Ah, warum sind es denn so viele? Ich dachte, das ist nur einer. Lauf, lauf, lauf. Okay, das sieht... Oh nein, warum kommt da denn mehr? Da ist eine Tür. Ich bin nicht in die Tür reingekommen. Ja, wir wollen weitermachen. Dieses Mal schaffen wir es zur Tür. Eben habe ich intuitiv diese Abkürzung genommen. Das war schon mal gut. Nein, die ist zu! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war einer, der uns getötet hat. Mhm. Das wirkt wirklich sehr fair. Okay, hoch. Links, hoch. Rechts, hoch, links. Hilfe. Die Tür überspringen wir. Da liegt Prosciutto, das muss der richtige Weg sein. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Oh Gott, es gibt zwei Wege. Und das war natürlich die falsche Tür. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, da sind nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich hasse es in so Spielen, vor irgendwas wegzurennen. Ich bin so schlecht da drin. Lauf, Yonaka, lauf! Gehen wir wieder den Prosciutto-Weg, auch wenn da keiner mehr liegt. Ich weiß nicht, ob da was passieren würde, wenn ich oben lang gehen würde. So. Langsam fühle ich mich echt verfolgt von diesem Gemälde. Oh mein Gott! Oh Gott, Entschuldigung, ich habe mich so erschreckt. Okay, alles ist gut. Bis dahin schaffen wir es nochmal. Das war gerade echt nur der Schreck. So, den Weg kennt ihr mittlerweile zu Genüge. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Das ist echt nicht normal. Ich habe mich aber auch schon gewundert, es kam so lange nichts mehr. Okay, ganz ruhig. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Türe verschlossen. Oh mein Gott. Hey, mach auf. Denkst du, du kannst vor mir wegrennen? Öffne. Ich werde unaussprechlich Dinge tun, wenn du nicht öffnest. Oder selbst wenn du es öffnest, werde ich es auch tun. Verdammt, scheiße. Jetzt möchte ich aber auch wirklich. Komm endlich raus. Ich, oh Gott. Ja gut, ich werde Dinge mit dir machen, bis du nicht mehr stehen kannst. Ja. Gott. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, die kommen da nicht durch. Ein kopfloser Mogeko. Kriegen wir ein Bad End? Ah, sie macht die Tür auch nicht auf. Oh Gott, ist das laut. Hört auf mit dem Klopfen. Seid einfach ruhig hier. Ja, er hat Abendessen. Wir haben Prosciutto. Oh, Minestrone haben wir erhalten. Das gucken wir uns mal an. Ah, das ist diese Gemüsesuppe. Okay, eine Kakerlake. Buono.
Porno. Porno. Wir haben Müll erhalten. Lecker Prosciutto. Heilig den Prosciutto. Bringen wir ihn zum Wein. Ich finde das aber so süß. Wieso hast du das getan? Gib's zurück. Das ist wirklich eine seltsame Zeichnung. Jetzt hat nur ein Auge. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Aber hier ist es wesentlich ruhiger und entspannter. Und ich glaube, damit beenden wir die Folge für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!